Zuschauer sind gekommen, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen, die in den roten Trikots auch gleich gefährlich loslegt. Mit Darren Over legt die Scheibe rüber in Richtung Barry Tellexen. Gute Gelegenheit zum Auftakt für die Berliner, die weitermachen. Miettinen gemeinsam mit Matt Foy. Der versucht die Scheibe noch einmal wieder gefährlich in Richtung Boscarani zu legen. Aber der vor kurzem neu verpflichtete Schlussmann, der Düsseldorfer, hat den Puck. Auf der anderen Seite die DEG mit einer ganz guten Chance kurz vor Ende des ersten Drittels. Collins mit dem Abschluss, aber kein Vorbeikommen an Matthias Niederberger. Torlos endet also das erste. Hinein also in den zweiten Durchgang. Powerplay für die Eisbären. Schuss landet hinterm Tor und dann schalten die Eisbären schneller. Barry Tellexen mit der 1:0-Führung. Und Berlin bestraft das als Mannschaft, die das Powerplay momentan perfekt beherrscht, natürlich sofort. Darren Over reagiert gut, legt den Puck rüber und Tellexen muss nur noch den Puck über die Linie buxieren. 31. Minute, die DEG kann sich nicht befreien und dann kommt die Scheibe zu André Ranke, 2:0. 7 Minuten haben die Eisbären gebraucht, um hier gleich 2 Tore zu verzögert da noch kurz und dann kommt ein guter Schuss, Kreuzer, der noch alles versucht, an den Puck zu kommen, mehr ebenso wenig wie Boscarani, kurz ausruhen, denn direkt nach dem 2:0 kommt die DEG zum Anschlusstreffer. Turnbull hat da den Pass gespielt, einmal rüber in Richtung Michael Davis, der hatte das Auge für Bernhard Ebner und der schiebt perfekt ein zweites Saisontor für Ebner und die prompte Antwort in den Schlussabschnitt. Powerplay für die DEG, unter anderem mit Davis, verliert hier zunächst den Puck, aber die Düsseldorfer kämpfen sich die Scheibe wieder, gut gemacht. Turnbull und Collins, ehe die Berliner wieder komplett sind. Die Eisbären mit weiteren guten Gelegenheiten wie hier. Durch Patrick Pohl. Pascarani pariert, den, nachdem er freigespielt worden war von Matt Foy. Darauf die Eisbären mit ihrer nächsten Gelegenheit. Miettinen im Zusammenspiel mit Julian Talbot bekommt den Puck erneut. Aber wieder Tyler Pascarani im Tor, der zupackt. In seinen ersten Partien also eine richtig vollbringt. Trotzdem bringt es am Ende nichts. Die Eisbären gewinnen. Schon wieder 5 Spiele von den letzten 6 gingen an den Rekordmeister Düsseldorf nach 2 Siegen in Folge. Jetzt wieder.